So, Freunde, willkommen zum vierten Tag des Sturmangriff-Turniers. Alles sehr schnell, 5 Sterne, alle Farben erlaubt. Wir sind Top 5. Oh, was ist denn hier passiert? Okay, vor einer Stunde, das war noch nicht im, das war vor dem Turniermodus, also okay. Da sind sowieso A 61, oh knapp, egal, scheiß drauf. Sehr gut. Sehr gut. Dann hoffen wir jetzt mal auf keine Null. Snowfort schon wieder. Glory to Ukraine, okay. So, gelb, ne? Nehmen wir gelb mit. So würde ich mal spielen. Die Truppe, die die Starken da drüben haben. So. So, das wäre der Plan. Gelb, um ihn zu killen. Wieder hier unsere Mana-Blocker. Was soll schief gehen? Wir brauchen nur gelb. Das ist zu wenig gelb. Okay. Ich kann da geht viel. Wenn ich den spiele, gehen die zusammen, die gehen zusammen. Gut, dann habe ich meine Herrin am Start. Warte mal, das machen wir mal. Okay, dann gehen die halt so zusammen. Okay. Jetzt bin ich gerade überfordert. Spiele ich das so? Oder spiele ich den und hoffe hier auf. Jetzt können wir so spielen. Nein, geh doch nochmal auf ihn drauf. Ah. Okay. Die sind aber nicht geladen hier. Morell ist jetzt geladen. Müssen wir nur aufpassen. Ich würde sagen. Gehe hier auf die Angriffsseite. So. Nehmen wir ein geghostetes Steinchen. Das geht dann aber hier über. Aber ich habe noch zwei Minions. Vielleicht passiert da das perfekte. Jawohl, Morell geblockt. Okay, sehr gut. Einmal bitte heilen mit Minions. Sehr gut. So, wir kriegen von Verline jetzt Besuch. Wir werden aber Protoss mal eben anwerfen. Wir kriegen von Verline keinen Besuch. Okay. Wir können ghosten. Dann haben wir unsere Dingens wieder. Deswegen werde ich dich mal eben anmachen. Die Frage ist, welche Seite blocken wir jetzt? Wenn wir Schwein haben, ja, und darauf setze ich jetzt alles, dann blocken wir hier und er löst nicht aus, weil ein Schwert ihn verarscht. Maschinen? Ja, voll! Morell wurde verarscht. Geil. Okay, perfekt. Dann gehen wir mit Drake hier wieder drauf. Killen die beiden. So gut wie. Gehen wir mal da drauf. Wunderbar. Perfekt gelaufen. Die Herrin for the win. Puh, okay. Das ist ja immer jede Niederlage, die wir jetzt kriegen, die ist gleichbedeutend mit dem Ausscheiden. Dann müsste ich mich wieder einkaufen. Wo ich jetzt Semi-Lust zu habe. Oh, oh Mann. Time 4, ja. Also zumindest, keine Ahnung, ob es das ist, aber ne, so wird's überall immer geschrieben. Okay, hier nehme ich Loki mit. Vivica zum Clean, ja, wichtig. Jetzt nehmen wir aber, was heißt, ich nehme auch Drake mit zum Blenden. Nee, ich brauche jemanden, der für Krampus da ist und Boni entfernt.
Cage. Evelyn Fogg. Fogg. Nimm Fogg mit. Gehe ich denn so weit nach unten? Fogg ist da hier oben. Oder? Seeshirt geht auch. Nimm Seeshirt mit. Seeshirt macht das auch safe. So. Aber hier ist jetzt der Clou. Wir brauchen eigentlich 6 blaue Sterne. Also, das Ding ist, wenn wir grün kriegen, ist gut. Ah, dann haben wir die Herrin. Wenn wir blau kriegen, ist besser. Dann können wir Alfrike kopieren. Wenn wir lila kriegen, dann können wir stilllegen. Zumindest hier die beiden oder so. Weil Mutter und Professorin werden eh wahrscheinlich wieder widerstehen. Also ich habe jetzt wieder 4 verschiedene Farben dabei. Da muss ich doch wohl irgendwie 6 Teile einer Farbe zusammenkriegen. Von Vivica. Krieg von Vivica zusammen. Super. Okay. Ja. Bombe. Ah. Vivica ist der einzige Held, den ich jetzt nicht brauchte. Das so mache. Nee, lieber nicht. Ja. Oh wow. Okay. Ja, warte. Und nicht freuen. Bobo wird mir Proteus wegballern. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Aber wir haben ja theoretisch auch eine Mutter hier, ne? Wir können Proteus wiederholen. Aber jetzt muss ich erstmal. Bitte geh jetzt auf Alfrike. Was soll ich denn da machen? Jetzt mal so ganz unter uns. Was soll ich denn da machen? Wenn ich wurschtel mir da ein zurecht, dass ich das so hinkriege. Durch Zufall, durch Glück. Und was ist, sie trifft jetzt alle, ne? Ja, natürlich. Natürlich triffst du alle. Dumme Bitch. Jetzt ist eh vorbei. Haben wir eh verloren. Ach, das ist so selten dämlich wieder. So richtig wie dämlich. Ja, super. Jetzt löst sie wieder aus. Das ist eh noch, ne? 2 Züge, ja, bis dahin hat sie eh wieder ausgelöst. Ach komm, was soll das denn? Also, dann hast du mal Glück, aber auch wieder nicht. So, jetzt haben wir mal Glück gehabt mit Vivica. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich dachte, war Vivica nicht jetzt gerade voll? Die hat doch gar nichts abgekriegt, oder? Oder war das noch von der Runde? Dann habe ich das völlig falsch kalkuliert jetzt. Dann. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, warum. Da ich war eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass wir Vivica haben. Ja. Wir haben es eh verloren. Ja, wir haben es eh verloren. Töte sie mit einer Monster-Kombo, alles klar. Ich kann doch nicht mal fliehen. Ah, das ist wieder die Null. Es ist wieder diese Scheiß-Null ist das. Die total dämlich wieder ist. Und warum? Weil Loki
3 Würfel auf die Professorin. 3 Stück. Und nicht mal ein Scheißwürfel auf Alfrike. Fick dich doch. Ah, Doppel-Alfrike, komm, leck mich doch am Arsch, Alter. Kein Blau, kein Blau. Ach, und ich krieg. Warum kriege ich so viel fucking Gelb, Alter? Ich brauch dieses Scheißgelb nicht. Auf alle, pass auf. Nur Loki bleibt jetzt verschont. Ah, ne. Das Ding ist aber, was soll ich trotzdem hier machen? Ja, klar. Alter, hol dein ganzes Gelb aus der Hosentasche raus, ey. Immerhin bearbeiten wir sie. Dumme Kuh, ey. Okay. So. Minion Sun. Ja, deswegen, jetzt müssen wir erstmal hier einmal. Also ich muss die Alfrike stumm schalten. Geht nicht anders. Brauch auch jetzt langsam Loki, langsam. Oh, sie hat nicht. Nein, nein. Ah, nein. Ach, Heimdall. Und auf Loki. Ja, bravo. Mal rein da, Alter. Und alle getroffen, ne? Ja. Komm, hau weg die Scheiße. Züge ein. Ich trigger ihn eh. Daher. Okay. Oh, Freunde. Ich habe keine Chance, Lila zu spielen. Dann probiere ich halt ihn. Bringen Sie doch jetzt nicht wieder. Danke. So, Herrin machen wir auch wieder an. Ich muss Lila haben. Ich will nicht schon wieder den Idioten hier kopieren. So, jetzt kommt, jetzt komm. Komm, Loki. Komm, jetzt zeig mal, wofür nehme ich dich mit? Ja, das war gut. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. So, wir kriegen Seeschat. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Mutter hier, glaube ich. Okay, scheiße, jetzt müssen wir Lokieren machen. Das war's dann auch mit unserer Wiederbelebung, ja. Die hat sich gerade eben verabschiedet, die Wiederbelebung. Außer, außer das war das einzige Außer war das. Nein! Okay. Oh, er lebt noch. Er lebt noch.
kein fucking Lila. Ich krieg kein fucking Lila. Gib mir doch Lila. Wenn ich den mache, dann kriege ich hier ein lila Match. Das Verspotten weg. Aber ich wette, sie bringt die Alfrike jetzt wieder. Wetten? Oder komm, mach dein Schwertminion. Nein! Okay. Heil. Schwertminion. Bring uns Seeschat und Loki. Ja. Emma drauf. Emma drauf. Ja, weiter. So. Warte mal. Ich muss erst wegmachen. So, ich mach die Seite jetzt mal hier stumm. Und dann kopieren wir wieder Alfrike. Ja, sicherlich. Okay, komm, nochmal. Vielleicht nochmal hier heilen. Loki sieht so traurig da aus mit seinem Leben. Komm, Loki, mach das. Und immer die Würfel drauf, immer. Ja, immer weiter. Zeig keine Erbarmen, mein Junge. Ich muss auf Heimdall da hinten so ein bisschen achten, aber wir haben Proteus. Okay. Und die Herrin. Ja, mach ihn da hinten nochmal stumm. Oh, okay. Oh, leck mir am Arsch, ey. Ja, drück den Minion da raus. Mach mal jetzt hier nochmal. Richtig Action. Ah, oh, Junge. Mann. Loki hat tatsächlich überlebt. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er das überlebte. Okay. Doppel-Alfrike, was soll noch passieren? Naja, Kunchen, ja, natürlich. Okay, ich darf keine Minions mitnehmen. Ich darf keine Herrin mitnehmen, keine Seeschat. Dann switchen wir zu Onatel. Mal eben gucken. Loki nehme ich mit. Vivica nehme ich auch mit. Ja, doch, nehme ich auch mit. Und ich nehme noch einen mit, der dann jetzt den Sniper-Shut machen soll. Das ist dann du. So. Okay. Die können alle drei widerstehen, ne? Dem Gift von Proteus. Das wird ja lustig. Da bin ich ja mal gespannt. Dann gehe ich einfach nur auf Albi. So. Ach, was ist das denn schon wieder? Ja, ist er direkt schon am Start oder was? So, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, er ist Kleriker, ja. Sie ist Kleriker. Wenn sie aber auslöst, oder ich kann auch, warte mal, ich warte einfach. Warte, bis sie jetzt dann auslöst. Soll sie da machen? Ja, Kundchen, komm, mach auch nochmal. Auch nicht. Kopier jetzt auch die Professorin. Jetzt gehe ich einfach mal straight durch die Mitte. Mal gucken, was passiert. Oh, alle. Okay. Das ist gut. Machen wir das mal so. Ich will ja auch meine gelben jetzt so langsam mal haben. Deswegen spiele ich jetzt einfach hier mal straight rein. Das mal so. Okay. So. Was tot ist, bleibt tot, ne? Albi kriegen wir eh nicht weg. Das heißt, Albi könnte ihn jetzt wiederbringen. Wir wollen es einfach mal nicht hoffen. So.
Vivica hebe ich mir auf, weil jetzt die dumme Nuss da kommt. Habe ich jetzt absichtlich getriggert, ne, damit wir das hier wegheilen können. Albi, gut, ein guter Mann. Guter Albi. So. So. Geh mal hier rüber. Wenn wir Glück haben, dann kannst du da jetzt auch die Professorin blockieren. Oh, das ist die Seite. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass das wieder kommt, ey. Okay, komm. Bisschen Anderle, Anderle machen hier. Tim? Ja, geh mal wieder darüber. Wir haben nicht Proteus, weil wir haben ja Mana Slowdown. Vielen Dank auch, Elisabeth. Kannst direkt wieder gehen. Hau ab. Die Leine. Mach mal die Kacke jetzt hier weg. So, so und so. Also mein Hauptziel ist jetzt gerade die Professorin, ne? Die Professorin ist sowas von nervig, weil sie heilt halt die ganze Zeit immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die jetzt wegkriegen. So. Und jetzt lassen wir Albi einfach nie mehr auslösen. Hoffe ich zumindest. So, wir gehen direkt wieder mit Onatel drauf. Können hier mal heilen. So, wir machen jetzt Damage mit Scuddy. So, machen wieder Damage mit Scuddy. Okay. So, nochmal Damage. Ein Minion, den wir sogar jetzt noch zerstören. Kommt noch ein neuer Minion dazu, den wir da jetzt auch zerstören. Okay, also das haben wir. Ah, nee, können wir ja gar nicht mehr. Dingens ist ja weg. Ah. Jetzt muss ich mit Gelb suchen. Gefunden. Okay. Sind aber auch Kämpfe wirklich. Was? Hutu-Schinken? Hutu-Schinken. Rot. Okay, wir nehmen Rot mit. Aber warte mal, die Herrin kann ich da auch mit. Ja, die Herrin nehme ich auch mit. Ich nehme zwei Rote mit und die Herrin. Herrin. Zwei Rote. Ist hier ein Heiler dabei? Nein. Dann hätte ich nur die Herrin als Heiler, weil ich wollte nämlich Mayanna und Kaga nehmen. Ist egal, passt schon. Wird schon schief gehen. Normalerweise würde ich ja jetzt noch Garnett mitnehmen. Aber in dem Fall gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr auf Angriff. Und hoffen einfach mal, dass das hinhaut. Nee, Kagan soll den dickeren 2% mehr kriegen. Eigentlich bräuchte ich aber auch was Kadil da den Dodge wegmacht, ne? Das wäre Vivica im Kostüm. Müsste ich keine Specials verballern. Ich muss das machen. Die Frage ist, brauche ich eher eine Säuberung oder blind bin?
Oh, schon wieder so eine doofe Konstellation. Nimm normale Vivica doch mit. Ist kein Reviver dabei, ne? Was tot ist, ist tot. Ja, ich versuche mir den Weg frei zu blenden. Gucken, ob das hinhaut. Ach komm, es ist aber auch nur Dreck heute wieder. Nur Dreck. So, auf den ersten Blick sind die alle scheiße, die braucht. Alle. Durch die Bank. Guck mal, ich habe 1, 2, 3, 4 verschiedene Farben. Und was kann ich machen? Nix. Das wäre es gewesen, wenn er jetzt ausgerechnet auf Proteus gegangen wäre. Der Seher hat der Slayer da hinten schon echt Bock. Oh nein. Okay. So, Renan. Wie lange bist du jetzt noch blind? Ein Zug, da dann warte ich noch. Machen wir das so. Jetzt sieht das Board ein bisschen besser aus. So. Aber auch nur, weil wir Proteus gekriegt haben, ne? Der hat uns jetzt hier ein bisschen rangeführt. So, ja, ich kopiere dich. Eine Bitch bist. So, jetzt können wir Loki wieder machen. Jetzt kriegst du erstmal noch einen drüber. So, nochmal. Fürs Feeling. Ja, komm, Proteus. Machst du jetzt hier die Seite stumm? Ach ja, das geschieht dir recht, du kleiner Drecksack. Das geschieht dir sowas von recht. Ah, versuchen wir es bei ihr auch mal, ob das funktioniert. Ja, sehr gut. Na komm, dann kopieren wir jetzt mal sehen. Dann komm, was soll's. Also es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Wir gewinnen. 4 von 5 und der eine ist wieder ein Nuller, weil wir null Chance haben. Geht das wieder los? Es ist albern. Einmal keine Steine wieder. Da ist er wieder, der Nuller. Guck mal. 1, 2, 3. Vier Niederlagen und alle mit null. Also null Chance gehabt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann verlieren wir. Er ist gut, ja, keine Frage. Aber im gleichen Atemzug gewinnen wir dann gegen den. Weil da hatten wir wieder die Steine. Und da kannst du mir sagen, was ist, ich nehm vier Farben mit. Ja. Und ich habe zwar gewonnen, aber die Boards, sie waren alle richtig scheiße. Wirklich. Am Anfang schon nix da gewesen. Ah, naja. Okay, wir haben gewonnen. Wow. Super. Seht ihr schon die Kriegsbeute? Ja, ist wunderbar. Wieder zwei, drei Sterne Äther. Der kommt auch noch. Ja, ich habe gestern kurz vorm Pennen gehen zwei Angriffe gemacht. Und das war's. Okay. Ja, haben wir uns verdient. So, gut, Freunde, dann gucken wir noch einmal hier rein.
Was ist da jetzt wieder für ein Quatsch drin? Super. Okay. Alles klar. Gut, das war's vom Turnier für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Glück. Macht's gut. Ciao, ciao.